Ich warte auf euren Befehl. Wie viele Level haben wir jetzt eingebüßt? Eins bis jetzt, okay. Ich bin bereit. Fragt nur, was immer ihr wünscht. Was ist noch? Fähigkeitswert gesenkt. In Verdebensenergie, okay. Gib mir meine Genesung. Naja, und Fähigkeitswert heißt Stärke wurde gesenkt, ja. Ihr braucht man. Yoshimo ist bereit. Okay, da können wir auch nicht noch nicht rein. Ich warte, natürlich. Wo soll ich euch meine Fähigkeit? Ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? Ja, hier ist der Weg nach unten. Okay. Ah, lässt es nach. Ah, es lässt langsam nach der Fähigkeit, dass der Fähigkeitswert gesenkt wurde. Wir haben fast wieder unsere volle Stärke. Oh. Das hier ist wieder ein größerer Raum, der böse aussieht, aber. Ich entsinne mich. Sehr gut. Ja! Hi, Spinnen. Wo immer das sind zum Glück nur große Spinnen. Keine große Herausforderung. Aber das hier ist wieder. Das sind wieder Knochen oder irgendwas in die Richtung von einem sehr großen etwas. Ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe vertragen. Der Bund. Oh. Ja. Fragt nur. Ich denke nichts Gefährliches, hoffe ich doch. Die Waffe ist völlig wirkungslos. Wer hat die Schwertspinne gerufen? Meine Waffe ist völlig wirkungslos. Was kann ich tun? Das ist nicht so schön. Schneller als Chicken, schnell Pratze. Ich werde es tun. Yoshimo? Ja, aber gerne. In Bayern ist es leichtfüßig. Es soll geschehen. Okay, Yoshimo stirbt gleich. Braucht ihr etwas? Ich in. So. Stunde wird noch kommen. Eine zweite Chance. Uffala. So, was steht hier? Der Mund dieser Statue. Scheint zu einem Schrei geöffnet zu sein. Ich warte. Nun gut. Okay. Ich werde euch ermutigen, indem ich. Ich bin bereit. Mhm. Haben wir keinen furchtbaren? Verzweifelt nicht. Ich werde euch ermutigen, indem ich einfach vorstürme. Ich warte. Ich habe getroffen. Aber nichts ist passiert. Ruft euch zu sich. So denn ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Minsk, kannst du mal aufhören rumzurennen? Der Fluch ist. Der Furcht ist schon längst von dir gebannt. Was für Leute ohne Selbstvertrauen. Ernsthaft, Vince. Ich denke leichtfüßig und so. Schwer stürzt dich in mein Schwert, Böses, solange du noch kannst. Denn Minsk wird dir keinen solch ein. Jetzt will ich mal was ausprobieren. Was passiert, wenn ich wieder mit einem Fragezeichen draufklick? Dann spawnen schon wieder neue. Yoshimo ist bereit. Fragt nur. Ihr werdet direkt.
Okay. Ich werde mein Bestes tun. Schriftrollen. Verzauberte Waffe. Kann wir nicht kopieren. Tensors Umwandlung. Was macht das denn? Sorgt für einen Anblick, der jedes Wesen, das den Zauber noch nie in Aktion gesehen hat, in die Erstaunen versetzt. Nämlich eine erstaunliche Umwandlung. Die Größe und Stärke des Zaubers nimmt den heroischen Ausmaße an. Er verwandelt den Magier in einen berserkerhaften Krieger. Okay. Und Untote festhalten. Ja, gut. Ja, was möchtet ihr? Ja gut, Kreischlinge sind jetzt nicht wirklich schlimm. Wurde aber auch Zeit. Fragt nur. So, Yoshimo mit der letzten Heilung heilen. Und dann werden wir wahrscheinlich demnächst einen Rastplatz suchen müssen. Weil Talisa zum Beispiel auch erschöpft ist. Ja. Sei doppelt vorsichtig. Ich bin zu der Schnee. Nichts Gefährliches, hoffe ich doch. Yuan Ti. Oh, Yuan Ti Magier. Fragt nun gut. Was kann ich tun? Allzeit bereit. Hat das immer wehgetan? Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Okay, wenn sich die gegenseitig kloppen, ist das nicht so gut. Nee. Um meine Wunde. Das ist nicht so schön gewesen. Keine große Herausforderung. Wisst ihr, ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe vertragen. Die Dienerin der Natur ist bereit. So, gehen wir aber gleich aufs volle Ganze. Ja? So, jetzt haben alle einen Insektenschwarm. Und der Yuan Ti Magier ist schon mal weg. Obwohl, brauchen wir bei denen jetzt gerade nicht. So. Ihr habt nur Schwerter dabei, oder? Ja. Ein stinkendes Loch des Bösen. Bedeck deine Nase, Bo. Denn wir werden keine Spalte unerforscht lassen. Ja. Eine große Erdspalte hat das Bauwerk vor euch in zwei gerissen. Sein Dach ist mit winzigen, aber aufwendig gestellten Verzierungen überzogen. Es wäre sicher interessant, diese zu untersuchen. Mhm. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Ja, erstmal jedoch die Treppe Fallen frei machen.
Scheinbar ist das so eine Art Teleporter dann. Oder wir können eine magische Brücke oder so formen, weil bis jetzt haben wir halt keinen Weg über die Spalte drüber. Fragt nur, was immer ihr wünscht. Da wird auch gerade kein Weg weiter. Die Brücke ist gefallen und endet im Tod. Nennt den Namen, damit der Weg gerufen wird. Was ist die Brücke? Ich verstehe nicht, was wollt ihr von mir? Die Brücke erhebt sich für jene, die hierher gehören. Sprecht von der Brücke und zeigt, dass sie hierher gehört. Zeigt, dass sie hierher gehört oder erleidet das Ende. Ein Ratespiel, also dann weiß Minsky Antwort. Das Böse endet dem Tod, weil ich ihm einen Fuß in den Hintern versenke. Ihr habt versagt, der Tod schickt einen Diener zur Belehrung. Ups, ich bitte um Verzeihung. Ein höherer Ghoul. Oh, der krank macht und fiert. Bei meinem Volk erzählen wir uns solche Geschichten. Unter der Erde rumzukriechen ist nichts für die Avariel. Ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe vertragen. Ja, ich kann nur nicht rasten, während die beiden hier herumstolzieren. Ja, gut. Da muss ich halt wahrscheinlich raten. Erstmal muss ich warten, bis die beiden entviert sind. Was kann ich tun? Hab so sei es denn. Was? Leichtfüßig und so. Führt mich. Ich biete meine Dienste. Warte. Gut, dann versuchen wir es nochmal. Die Brücke ist gefallen und endet im Tod. Nennt den Namen, damit der Weg gerufen wird. Was ist die Brücke? Ruin, Alter, Gnade, Existenz, Leben. Leben? Leben ist die Brücke, die im Tod enden muss. Doch die Pflicht kann es begrenzen. Ihr schwächt über der Brücke, aber das allein reicht nicht. Ihr seid nicht allein auf der Brücke. Nennt den Namen, um den Weg zu rufen. Er läuft mit euch und durch ihn lauft ihr. Und dann lässt er euch hinter sich. Er läuft mit euch und durch ihn lauft ihr. Und doch am... Doch lässt er euch hinter sich. Zeit. Zeit ist bei euch und bewegt euch und ihr bewegt euch durch sie und immer bewegt sie sich vorwärts. Zeit verstreicht mit und ohne euch, doch die Pflicht lässt sie manchmal warten. Die Brücke ist nicht beständig und das Ende verändert den Ort. Nennt den Namen, damit der Weg gerufen wird. Sagt mir den schwersten Schritt auf der Brücke. Der Erste, denn das Unbekannte macht Angst, der, den man gerade tut, denn er allein ist meine Wahl. Der jetzige Schritt kann euch erster und auch kann euer erster und auch euer letzter sein. Die beiden anderen sind abstrakt, diesen einen aber könnt ihr wählen und gestalten, auch wenn die Wahl vom Schicksal zwingend vorgegeben sein kann. Ihr habt den Weg gerufen und dürft euch der Bewachung anschließen. Die Pflicht erwartet euch. Mit Ohren durchträumt und kreischend voneinander reibenden Steinen repariert sich die Brücke von selbst. Ihr könnt jetzt auf die andere Seite gehen. Die Stimme stellt euch keine weiteren Rätsel mehr. Boah, dass ich das noch zusammengekriegt habe. Ja, wobei das meiste eher logische Fragen sind. Und das letzte eine. Hi! Au! Ich war nun gut. Sehr viel Au. Wisst ihr,
Ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe fangen. Ja, was immer ihr wünscht. Einmal rasten, bitte. So. Nochmal quicksafen, dann werden wir eine Hast einwerfen. Ja? Wenn ich der Gummer... Schon erledigt.